So, gerade angekommen vom Kosmos Verlag für euch zum Verlosen. Löwenzahn, Experimente rund ums Jahr, der neue Forscherkasten. Es gab ja vor ein paar Jahren schon mal drei oder vier Forscherkästen von Löwenzahn, noch mit Peter damals. Und dann war einige Jahre Ruhe. Und jetzt gibt es endlich wieder was Neues, was ich gar nicht so schlecht finde, weil Löwenzahn ist so gut wie gar nicht im Handel vertreten. So, na dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Mal die Seitenansicht. Mit Fritz und Keks. Und hier die Rückansicht. 51 Teile, 16 Experimente, 40 Anleitungsseiten. Das ist alles drin. Zusätzlich brauchst du zwei Marmeladengläser mit Deckel, Zitrone, weiße Tüte, Wollmütze oder Schal, weitere haushaltsübliche Materialien. So. Dann machen wir den mal auf. Experimentieranleitung und Papierbögen findest du unten in der Schachtel. Okay. So, das ist die Schachtel von innen. Kann man einzeln rausnehmen. Was haben wir denn da? Aufkleber. Die Anleitung, das Forscherhandbuch. Bildern sind es wieder die typischen Lizenzbilder. Ich finde, ZDF Enterprise sollte mal noch ein, zwei Zeichnungen von Fritz mehr anfertigen lassen, weil die Zeichnung kennt man jetzt nur schon seit Jahren aus dem Löwenzahn-Magazin, vom E. Harper Verlag, aus dem Löwenzahn-Magazin jetzt vom, ach, wie heißen sie denn, vom neuen Verlag. Und von diversen Veröffentlichungen. Und ich finde diese Zeichnung von Fritz sehr hässlich. Weil das Gesicht passt nicht. Keks sieht sehr süß aus. Ja, schick gemacht. Was haben wir da noch? Aha, eine Folie. Versuch 11, Fritz Fuchs und der Herrn Paschulke. Ach du Schreck. Also Herrn Paschulke, naja. Hübsch hässlich. Nichts gegen den Zeichner, entschuldigt, aber ich finde ihn nicht gerade hübsch. Das ist also der Inhalt der Box. Schon eine ganze Menge. Gucken wir uns die Box nochmal so an. Da ist einmal der Zeichnung von Christoph Tillmann. Der Löwenzahnbauer. Kennt man auch schon jetzt nun seit einigen Jahren. Ja, ein bisschen Variation wäre schon schön. Aber es soll ja alles gleich aussehen. Es soll ja Markenerkennung da sein. So, was haben wir denn da? Einmal Sand. Ja, das ist also der Inhalt der neuen
Löwenzahn Box vom Kosmos Verlag. Diese verlosen wir demnächst. Also schaut vorbei auf www.löwenzahnfanclub.de. Und denkt dran, wir feiern im Sommer unser 10-jähriges Bestehen in Berlin. Wenn du Lust hast, melde dich an. Wir würden uns freuen. Bis dann. Tschüss. Na? So. Und nun abschalten.